steht vor Gemüt durch den Sonnenschein. Da war ich den Himmel blau, da und daran denkt er noch heut. Am Kilometerstein 107 dicht an der Autobahn, hier kriegt ein Mädel an. Schicksal hatte sie dorthin getrieben, die hat mir zugelacht, da hat er Halt gemacht. Sie kam mit mir und ist bei mir geblieben, sie kam mit mir und will nicht mehr zurück. Am Kilometerstein 107 begann für uns die Fahrt in große Glück. Ich fahre sofort zu meiner Bank. Es geht alles in Ordnung, meine Herren. Was sagten Sie um drei? Punkt 3 Uhr ist Schuss. Schön, meine Herren. Es geht alles in Ordnung. Punkt 3. Komm, Marco, schön bei Fuß, komm. Schön. Der Kerl hat so viel Wechsel am Hals, dass er Wechselbäder nimmt. Wir müssen Sie aber nicht unbedingt aufmachen. Wenn Sie wollen, tapezieren wir die Kulissen mit 50 Markschein. Keine Angst, meine Herrschaften, es geht weiter. Übermorgen gibt's Gage. Wir probieren im Foyer. Für diese Karte bin ich zu sensibel. Moment, da fehlt doch eine. 2, 4, 6, 11. Wo ist die 12? Patricia ist nicht da. Tatsächlich. Ich kann mir das gar nicht erklären. Meine Freundin müsste längst hier sein. Sie haben sie mir doch gestern angestellt. Also müssen Sie auch wissen, wo Sie sich herumtreiben. Wenn Sie in 10 Minuten nicht irren, fliegt sie hier schon hin. Dann kommen Sie mal sehen. Ja, ja, man sieht mir an, was? Braucht die Revue, Kamera? Ja. Augenblick bitte. Auf München, Ihre Frau. Hallo, Gerti. Wie geht's dir, Liebling? Was, Moni? So, was ist denn los? Warum bist du noch nicht im Bett? Ich wollte dir nur den Ansagen, Papi. Wann kommst du denn nach Haus? Ich habe Sehnsucht nach dir. Telefon. Margot will sich sprechen. Mutti, das kann ich mir vorstellen. Auch. Noch nie einen Badelaken gesehen? So, jetzt geh schön ins Bettchen. Gute Nacht, Papi. Hast du gehört? Wir haben Sehnsucht nach dir. Margot? Ja, das sagst du immer. Wo steckst du aber denn? Wann kommst du nun dort? Vor 2 Stunden warst du doch ich schon in der Badewanne. Ich reise seit Monaten ohne dich in der Weltgeschichte rum. Sag mal, hast du etwa bis jetzt gebadet? Ja, bald zu kommen. Aber wie kommst sonst du denn noch, darauf? Ich bin doch schon längst angezogen. Sag doch nicht solche Sachen. Du lügst ja wie gedruckt. Du hast bis jetzt gebadet. Ich stelle mich auf den Kopf, um dich hier runterzubringen und du kommst schon am zweiten Tag zu spät. Der Fieber tut wie ein Irrer. Ach komm, lieber dreckig, aber pünktlich. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich kann doch nicht jedem erklären, dass es kein Wort war daran. Dass alles nur Reklame ist. Was starren Sie mich denn so an? Glaubt man mir so gewöhnt.
Die Hauptsache ist das reizende. Du weißt doch selbst, dass an den ganzen Geschichten kein wahres Wort ist. Ich habe sie geschrieben. Es heißt Patricia. Bitte, Freund. Wenn ich in 10 Minuten nicht im Theater bin, dann fliege ich. Komm, bald. Und deshalb an Ihre Telefonrechnung. Ja, ja, ich weiß, dass Moni dich braucht. Aber Alexander braucht dich auch. Und Moni wird ja schließlich auch mal eine kurze Zeit ohne dich auskommen. Wozu haben wir die Oma im Haus? Also, Liebling, komm bald. Sonst passiert was. Alexander! Freddy! Das mache ich erst, wenn du da bist. Ja, wollen Sie mal Lieder hören? Freddy, meine Tür ist zu. Haben Sie keinen Schlüssel? Doch, genau. Aber drinnen. Moment, Moment. Frau Sauer, wir müssen noch kurz abends. Bis dahin bin ich doch längst entlassen, Frau Korsen. Na ja, die Premiere, wir haben furchtbar viel Aufregung gehabt. Na, der eine Schauspieler ist uns krank geworden und dann hat die Amado das Flugzeug verpasst. Die kommt erst heute Nacht. Ach, aber Frau Korsen, nein, nein. Keine Sorge. Frau Sauer, wir passen schon auf. Hier bimmelt's schon wieder. Ich muss aufhören. Auf Wiedersehen, Frau Korn. Wiedersehen. Ach, die Revue. Doch. Ah, guten Abend, Frau Amado. Na, haben Sie gute Flüge gehabt? Hoffentlich werde ich unterwegs nicht verhaftet. Bisschen die Ärmste. Sturm und Nebel. Ach, der Herr Korn ist auf der Bühne. Kommen Sie heute Abend noch hier? Na ja, na, das kann man ja mal tun. Morgen früh muss ich Alexander unbedingt sehen. Ich möchte gern, dass er mir die neue Musik persönlich vorstellt. Vielleicht um 10 Uhr. Zum Frühstück? Jawohl, Frau Ammer. Auf Wiedersehen. Können Sie nicht aufpassen mit Ihrem harten Roller? Denkst du? Na, bitte, Schrott rein. Was denkst nur? Du denn davon? Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Das ist der Horst. Schauen Sie sich das arme Ding da an. Wenn Sie nicht fahren können, wenn Sie noch einmal dazu aufbauen, dann kann ich das nicht. Sie haben mit den Unterzügen. Ach nein, Sie zu mir. Also dann bis morgen. Sonntagsfahrer gesagt? Ja, Sonntagsfahrer. Er fanden die Nähe und dann noch große Töne spucken. Sie verkehrt das heute nicht mehr. Das Kostüm bleibt doch. Das gibt eine Beleidigungsklage und die Stoßstange werden Sie mir auch bezahlen. Das ist dann bestimmt das Einzige, was an dem Dampfer bezahlt ist. Ingeborg, ein paar Stiche für den Unschlag. Ach, Herr Schräge, da sind Sie ja. Ich suche Sie gerade. Ich wollte Sie bitten, morgen früh um 10 Uhr ins Hotel Esplanade zu Frau Amado zu gehen und ihr die neuen Nummern vorzuspielen. Hier sind die Noten. Wieso er? Ja, ich weiß. Es gehört nicht zu seinen Aufgaben. Aber die Amado hatte nämlich Herrn Corti zum Frühstück eingeladen. Na, und laut unserer Geheimabmachung sind Sie dazu verpflichtet, alle gefährlichen Frauen von Herrn Corti fernzuhalten. Ist sie denn so gefährlich, die Amado? Und wie? Dann geben Sie her. Na, sehen Sie? Was ist das für eine geheime Abmachung? Ach, ich soll alle großen und kleinen Mädchen von einem Dorf fernhalten. Aha, seine Alte ist eifersüchtig. Das glaube ich auch. Sag, wie sieht die eigentlich aus? Keine Ahnung. In den 3 Monaten, seitdem wir hier sind, hat er sie uns noch nicht vorgestellt. Der wird schon seine Gründe haben. Wer weiß, was das für eine Schreckschraube ist. Der muss in die Werkstatt. Komm, schrauben wir uns erstmal einen Arm. Dann ist alles aus. Na, 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 halb so wild. Hauptsache, dass Ihnen nichts passiert ist. Mir passiert aber was. Wenn ich in 5 Minuten nicht in der guten Welt bin, dann fliege ich. Ich habe nämlich Probe. Was probieren Sie denn da? Oh. Ist der Bruder da? Wir qualmen schon Ihr Büro voll. Na und? Er sagt, er sei Rechtsanwalt und kein Zauberkünstler. Na, kann er denn nicht zu verdienen? Ohne Geld nicht. Na, wenn ich was Geld hätte, braucht ich den. Immer zur Stelle, wenn Unheil dir drohte. Vielleicht wirst du meine Hilfe brauchen. Wieso? Die Amado soll eine gefährliche Person sein. Sag schon, was du hier willst. Das hat sich aber Ihnen mächtig hier verändert in der Zwischenzeit. Ja. Möchtest du nicht wenigstens Dankeschön sagen? Armut schändet nicht. Möchte schon. Im Ernst, Labude. Um 3 Uhr wollen diese Hyänen mich auf die Straße setzen. Aua! Mein Lebenswerk ist zerstört. Vielen Dank. Nein, das ist doch viel zu schwer für Sie. Aber das mache ich doch jeden Tag. Aber heute bitte nicht. Heute nicht. Heute trägt es mein Sekretär für Sie. Ja. Die schrecken doch von nichts zurück. Tja, mein Lieber, so wie ich Sie kenne, da würden Sie sich selbst Sie bringen die Zeitung für mich stand da, bitte. Wenn Sie einen hätten, vielen Dank. Ich? Mein letztes Hemd für dich. Frechheit von dir. Nur mein Auto, das brauche ich noch. Bruchsal, Kunst ist eben ein unsicheres. Mein Herr, ich möchte unsicher? Frau Amado sprechen. Ich biete eine Reise um die Welt. Frau Amado zum Mississippi, zum herrlichen deutschen Rhein, für D-Mark 2. Das ist ja gerade zum Friseur gegangen. Ja, dann Zimmer nehmen wir diese Nacht. Wenn die Herren ins Strom ist, mal Ihre Gläubiger. Jawohl. Was Sie brauchen, das ist ein Teilhaber. Natürlich, aber finden Sie einen. Du, ich bringen bin Sie Krupp, Thyssen, Pferdemenges, Grenner. Kunst kann man doch von der Steuer absetzen. Pferdemenges, Grenner. Ausgerechnet Grenner. Also eher würden Sie einem Eskimo einen Eisschrank verkaufen, als dem wie ein Zirkus hier. Das ist das. Hab ich ihn irgendwo schon mal gesehen? Kultur. Jo, hier ist niedlich, die Kleine. Die zweite ist auch nicht übel. Die Blonde schenke ich dir unser ganzes Haben Ballett. Sie vielen Dank. Abgemacht. Es war wirklich Moment, sehr lieb. Moment, ich muss erst mal sehen, ob ich mich mit dir verabreden kann. Das habe ich gern getan, Fräulein Patricia. Und wenn Ihnen wieder mal sowas passiert, Anruf genügt.
976701. Natürlich, hier habe ich ja nicht immer gleich was passieren, weißt du, damit wir uns sehen. Alexander Korki. Das wäre aber schön. Ich meine, schau hier. Der berühmte Komponist Alexander Korki ist in Begleitung seines Presseschriftstil eingetroffen, um mit seiner Revue ein vierwöchiges Gastspiel im Tabaron zu geben. Ja, das merke ich. Also komm schon. Also dann, auf Wiedersehen. Die Junge noch auf. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Hallo, ist was machen wir denn mit Nein, Ihrem Roller? Nein, bin müde vom Zeitung tragen. Ach ja, also. Och, stellen Sie ihn bitte da irgendwo hin, ja? Wissen Sie was? Wenn Sie mir gelegentlich mal zeigen, wie Sie wirklich aussehen, ich meine, der Kleine sieht so aber mit dem richtigen aus. Kleid, das ist ein Sekretär. Dann bringe ich Ihren Roller wieder in Ordnung. Sekretär? Das ist ja hilfreich. Einen Moment, Frau Amado. Dann mache ich auch ganz besonders schick. Ach, lieber Alexander, bitte tausendmal Entschuldigung, aber ich verspielte mich leider etwas. Es wird vielleicht noch eine Viertelstunde dauern. Ich möchte aber nicht, dass Sie in der Halle herumsitzen. Ich habe schon dem Portier gesagt, hier soll Sie in meine Treppe führen. Im Salon steht ein Flügel, da können Sie sich wenigstens zur Zeit vertragen. Vielleicht kombinieren Sie etwas hübsches für mich. Und lassen Sie sich etwas zu trinken kommen. Ihre Privataffären interessieren mich nicht. In der Freizeit kann Sie sich abschleppen lassen, von wem und so viel Sie nicht. Na, Sie sind ja wohl ein ganz ordinärer Mensch. Nicht sondern Otto Schräger. Also, im Ernst, wozu brauchen Sie ein Auto, wenn Sie pleite sind? Hallo. Verkaufen Sie es. So will Rechtsanwalt sein. Wer war denn das? Die Amado, ich soll auf Sie warten. In Ihrem Apartment. Erstens kann ich es nicht verkaufen, weil es sehr gnädig ist. Mir sogar und zweitens, etwas zu wenn ich es verkaufe, aber ich bin sowieso alles, dass ich bleibe. Wir haben da gar nicht gesprochen. Ist egal, ich komme natürlich mit. Die Frau ist gefährlich. Herr Direkt, meine Herren. Hinaus, was wollen Sie? Gerechtigkeit. Alle was von mir. Monsieur Lefebvre hat meine Freundin entlassen, nur weil sie ein paar Minuten zu spät gekommen ist. La Bode, ich brauche ich 10 Minuten. Aber sie kann doch gar nichts dafür. Das kann sie immer tun. Ich habe doch kein Foto. So nennt man meine Noten. Ich verlange Moral und Sitte auch vormittags. Sie können sich aber den Grennerwerk erkunden. Ja, zwei Cognac, zwei Doppelte. Was haben die denn da? Zwei Doppelte. Wieso drei? Du hast recht, zwei genügen auch. Du trinkst ja nicht. Oh mein was, Gott, was? Willst du mich mal durchverhungern lassen? Was hat das zu bedeuten? Mir nicht glauben. Das wirst du gleich sehen. Moment mal, Frau Mark. Ich kann das Telefon. Moment mal. Dort. Bleiben Sie ganz ruhig. Drücken Sie sich bitte etwas deutlicher aus. Ihre Freundin steht also in Kontakt. Hallo? Ja, den Zeitungsstand bitte. Mit dem alten Grenner persönlich. Ja. Ja, wo ist da die reizende Blondine? Nein, hier spricht die reizende Brünette. Ihre Freundin mit Herrn Grenner. Ist verlangt, befreundet. Ich glaube, ist da ja, was man halt so befreundet nennt. Bitte? Ich möchte einige Zeitschriften. Das ist aber streng vertraulich. Im und ausländische. Ich verstehe. Am besten eine ganze Auswahl. Nummer 12. Aber ja? Grenner ist gar nicht verheiratet. Ja, eben. Selbstverständlich. Aber ich schicke gleich den Pagen nicht mehr lange. Was denn den Pagen? Aber nein, den kennen wir doch schon. Bringen Sie sie doch lieber selber, ja? Lefebvre hat sie eben rausgeschmissen. Sie kommt und du gehst. Ja, wohin? Auf die Terrasse. Leg sie auf die Schaukel. Na, ich sehe den Grund nicht ein. Weil ich mit ihr allein sein. Ja, aber ich. Also, wenn du mir Schwierigkeiten machst, ziehe ich mein Angebot zurück und schenk dir unser Ballett. Ja, na bitte, bitte. Geh ja schon. Lefebvre. Los, verschwinde. Herein. Sie spielen also Ihr Personalchef. Pardon, wie meinen. Wo ist die junge Dame, die eben zu spät gekommen ist? Ich habe sie etwas persönlich gekommen. Sind. Das hat seinen Grund. Ich möchte Sie nämlich in meiner Autogramm geben. Von mir selbst. Ja, ich habe leider keine Bücher von Ihnen dabei. Aber wenn Sie mir auf die Not ist, was dann auch schreiben. Nichts. Diese entzückende Person, dieses begabte Geschöpf. Ich bin auch begabt und trotzdem pünktlich. Aber Sie sind nicht mit Herrn Grener verlobt. Das überlasse ich Ihnen, Herr Koch. Holen Sie sich zurück. Oder Sie fliegen. No. Wie Sie wünschen, Monsieur le Directeur. Ja, also. Ich weiß, Sie werden oft mit solchen Sachen belästigt, Herr Korki, aber Sie würden mir wirklich eine große Freude machen. Ja? Wie heißen Sie denn? Topsy Müller. Topsy Müller? Ja. Die reizende Topsy Müller von Alexander Korki. Frechheit. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das Lied, das liebe ich über alles. Ich singe es jeden Tag. Ja, sind Sie denn Sängerin? Ich möchte gerne eine werden. Tanzen habe ich auch gelernt. Aber mein Vater ist dagegen, dass ich zur Bühne gehe. Warum? Sie? Er sagt, das ist kein Beruf für ein armes Mädchen, das keine Beziehung hat. Von jetzt ab haben Sie doch Beziehungen. Ich meine, wenn Sie etwas können, kann ich wieder eine Beziehung tun. Also, was wollen Sie singen? Nichts, gar nichts. Doch von Licht kommt nicht viel. Wie ist denn hiermit? Oh, Mann. Da geht man so durch den Mai und denkt nicht Böses dabei. Man fühlt sich etwas allein und denkt, das müsste nicht sein. Doch plötzlich schüchtern und scheu, da geht ein Mädel vorbei. Man denkt, das wäre was für mich und fühlt hier drin einen Stich. Wieder mal mit dem Herz, wieder mal Liebe und Schmerz, wieder mal Liebe und Leid, wieder mal Seligkeit. Wieder mal spüren, wieder mal Liebesmusik, wieder mal Tränen,
und Schluss. Wieder der letzte Kuss. Bist du ja? Im Gegenteil, ich fange jetzt an, loszieh dich um. Hat so gut gespielt. Wieder mal mit dem Wind zuerst. Nicht so dumm, du. Den kenne ich doch. Ich kenne ihn doch auch nicht. Hauptsache, man glaubt alles. Wer glaubt denn das? Wieder mal mit dem Winter. Ich bitte tausendmal um Vergebung, meine Gnädigste. Ich habe ja keine Ahnung, wer Sie sind. Wie ein Bandit. Haben Sie mich auf der Kreuzung genommen? Entschuldigen Sie sich. Dann wird es bald. Ich bitte um Entschuldigung. Hier muss ein Missverständnis vor. Ja, das kann man wohl sagen, Herr Direktor. Aber die Gnädigste, ich stelle Sie ganz groß heraus. Das ist da. Was soll ich sagen, dass eine Begabte für die hier in meinem Haus hat? Ich bin doch kein Star. Patricia, mein Gott, bei der Gage. Geld macht nicht schuldig, sehen Sie mich an. Wieder mal mit den Winter, wo man die Liebe fühlt. Wo man die Liebe fühlt. An die Arbeit, Lefebvre. Wo man die Liebe fühlt. Was sagst du jetzt? Also das kommt überhaupt nicht in Frage. Was? So, und an mich denkst du gar nicht. Ich habe wie eine Mutter für dich gesorgt. Ich habe mit dir gehungert. Ich habe mein Zimmer mit dir geteilt. Und jetzt muss es endlich mal besser gehen, wenn ich dein Buch so an. Aber was wir dann tun, ist doch glatter Betrug. Wieso wir? Hast du vielleicht ein einziges Wort gesagt? Nein, aber so will ich keine Karriere machen. Aber Engelchen, bis zur Premiere wirst du doch durchhalten. Und dann, wenn du Erfolg hast, dann fragt kein Mensch mehr. Danach verlangt man nur drüber. Bitte glaubt sich doch, die Müller haben die Assistenten. Darf ich Ihnen doch mal sagen, Herr Direktor? Leider. Sie werden nie, dass Sie sich überhaupt verstehen. Weißt du, was ja, wer ist das überhaupt, dass meine Tochter eine schöne Stimme hat? Ich habe sie gerade gesehen, Plakate, Appartement 12. Mit einem das jungen Mädchen Mann kommt sie ganz groß in die Mitte. Idee, Einfälle meiner Herrschaft. Wollen Sie die kleine Mädchen Mann groß herausstellen? Was heißt groß herausstellen? Sie ist ja unser Star. Aber ich habe sie spielt das Mädchen vom Rhein mit San Remo, Texas Girl und so sie weiter. Sie wissen doch gar nicht, ob dieser Typ ankommt. Monsieur, einer der reichsten Männer der Stadt, was sage ich, der Stadt, der Nation, beabsichtigt, Sie vor den Altar zu führen. Und da fragen Sie, ob dieser Typ ankommt. Und der Geschmack ist verschieden. Und wenn Sie vor 1 Milliarde Erdbewohner sind, dann sind Sie allein Herrn Dreiger weg. Das genügt mir. Aber sie ist eine Anfängerin. Ich habe sie um eine Ausbildung Jahrzehnte gebraucht. Ja, so. Darum ist aber sie noch nichts geworden. Sagen sie wird unser Star und damit basta. Lassen Sie mich mal ausreden. Er zahlen? Er wird nicht. Natürlich war ich schon mal. Dann lassen wir hier alles ausrollen. Dass ein junger Mensch war, aber noch nie so auf Anhieb. Kennen Sie das Gefühl? Man geht an einem grauen Tag über die Straße und sieht auf der anderen Seite einen wildfremden Menschen und hat das Gefühl, als ob einem etwas weggenommen wird. Ja, als ob einem etwas fehlt. Ach, oh, Verzeihung. Ja, und dann scheint plötzlich wieder die Sonne. Kennen Sie das Gefühl? Nein. Meine Herren, Sie müssen mit mir Vorlieb nehmen. Direktor Bruchsal bedauert, Sie nicht begrüßen zu können. Und dann ist noch etwas. Ist er schon im Ausland? Sie werden mir böse. Sie Spaßvogel, wir haben übermorgen Premiere. Sie wollen mich küssen? Nein. Ach nee. Das heißt, das ist gar keine schlechte Idee. Kommen Sie mal. Veranstalten wir erst noch ein kleines Kinderspiel. Ach so, ich habe ja ganz vergessen, Ihnen zu sagen, dass wir schon saniert sind. Topsi! Ja, wir haben einen neuen. Wer ist das? Hallo, mein Vater. Brenner Werke. Oh, ja, Herr Müller. Sie mich bitte mit dem Sekretariat von Herrn General. Freue mich, Sie kennenzulernen. Sie hören doch einen Moment. Ich aber nicht. Hallo, Fräulein. Und Sie lassen gefälligst die Hand von meiner Tochter. Verstanden? Ja, bitte richten Sie doch Ihren Chef aus, dass alles wie besprochen geklappt hat. Seine... Die junge Dame ist engagiert. Ja, natürlich hat sie es davon. Thanks for coming, everybody. Was hast du denn? This is about half of the Fußball-Angestellt oder als Kanarienvogel. Wer war dieser Lübe? Natürlich, ohne Schlammerkopf. Just the numbers, but... A lot of this stuff is really quiet. You can't hear anything. Just kind of hang out and wait. It gets louder again. Just kind of change the flow. Please be patient. Was dann passiert, das gebe ich ihm Tipp. Sie wollen uns doch nicht erzählen, dass der alte Brenner die Sache hier hören finanziert. Hören Sie sich das an. Aber meine Herren, ich habe kein Wort gesagt. Nein, wir haben schon genug Scherereien. Werde ich mir erlauben, Ihnen ein paar Blütenkühle beizubringen. Wenn Sie es noch mal wagen sollten, einem jungen, unerfahrenen Mädchen zu einer Tochter den Kopf zu verdrehen. Topsi hat nun mal eine Musikstimme. Leider. Aber daraus werden Sie kein Kapital schlagen. Sie nicht, mein Herr. Dafür werde ich schon sorgen. Zeichnen Müller. Was sagen Sie dazu, Otto? Unerhört. Wie heißt der Mann? Ach, das ist doch ganz unwichtig, wie der heißt. Wichtig ist doch nur, ob das die Wahrheit ist, was der Mann schreibt. Otto, haben Sie jemals von einem Mädchen namens Topsi gehört, in Verbindung mit Herrn Topsi?
Verbindung mit Herrn Koch, die niemals. Niemals. Guten Tag allerseits. Oh, guten Tag. Sie kommen ja wie gewinnen. Ach, lesen Sie doch mal, Herr Koch. Flötentöne. Ja, ja. Den Kopf zu verdrehen. Ja, so Sachen soll es ja geben. Ich bin fest davon überzeugt, Sie kennen das nicht. Natürlich nicht, den Namen nie gehört. Oh, Moment, bei der Sache gehe ich nach. Ich muss schon sagen, dieser Brief ist eine einmalige Frechheit. Wahrscheinlich eine Erpressungsversuch. Also, wenn ich Ihnen bei der Sache irgendwie behilflich sein kann, Frau Sauerbier. Vielen Dank. Mal unter uns Männer. Kennen Sie das Mädchen, das ist nicht? Nein. Und mal schauen Sie. Also, Frau Sauerbier, ich erkläre Ihnen feiern. Ich höre den Namen Patsy Müller zum ersten Mal in meinem Leben. Sehr hervorragend, das ist nicht. Ich kann also Nachforschung anstellen, ohne dass für Sie unangenehm überraschend sein wird. Ich bin ja noch eifersüchtiger als meine Frau. Bitte, Herr Koch. Nur in meiner Eigenschaft als Eifersüchtiger. Aber bitte heute Abend werden Sie von jedem Verdacht gereinigt werden. Dafür werde ich sorgen. Wie hieß der Mann? Hallo, ihr Müller. Guten Abend, Herr Müller. Könnte ich bitte mal Ihre Tochter sprechen? Ich bin die Tochter. Ach, Sie sind es denn? Heißen Sie vielleicht Topsy? Was heißt hier Topsy? Ich verbitte mir das. Mein Name ist Gundula. Der 59. Müller. Nun, und? Es sind 22 Seiten mehr. Es kann Mitternacht werden. Ich kann nicht zu finden. Wenn ich fix und fertig ist. Haben Sie mich jetzt geprobt? Alles habe ich immer nur nicht gesehen. Furchtbar. Wieso? Wegen der Parteilichkeit? Aber schau, du Thank you.
Schlimm. Also, voll sehr. Sehr liebenswürdig, für dich, Herr Lange. Wenn Sie bereits gehört haben, dass Herr kommt. Ein Miserable. Ich kontrolliere, damit sich andere danach verlieben. Ich sage den Kopf.
Ja, was soll ich denn machen, Frau Sauer? Nein, die Ohrfeige sah gar nicht schön aus. Die hat nur laut geknallt. Ist das da? Eine Ohrfeige ist zum Kurs nur ein kleiner. Sind Sie nicht von den Gründern? Sie waren doch neulich schon mal da. Ja, ja. Ich hole es doch mal, wenn Sie abgeben. Bitte? Das heißt, das schöne Kabriolet da. Sehen. Moment, bitte, ich melde Sie sofort. Wieso? Was soll denn das? Finden Sie den falschen Grund? Ich habe auch meinen Werkstatt von Ihnen kennen.
über Ihren Konstruktionsplan unterhalten. Ja, jetzt gleich. Nicht so, nicht so. Ich habe die ganze Nacht geschlafen. Ich brauche nur zwei geschlafen. Würde ich sagen, wir heute Mittag. Da kann ich leider nicht. Also, Frau Sauerbier, bis morgen. Sie können den also, die Termin müssen Sie schon mir überlassen. Aber nein, da kann ich wirklich nicht. Ich habe ja ausnahmsweise etwas vor. Also, wollen Sie nur mit mir über Ihren Plan unterhalten, ja oder nein? Herr Grenner, mir geht der Termin. Also, wollen Sie noch Herr Müller, ich will auf Ihren Kopf einen berühmten Sack.
Mal was Leckeres. Also bring ihm seine Flasche Sekt. Für alle? Natürlich, um 9 Gläser. 9 Gläser? 9 Gläser, ja. Guten Abend, Herr Roden. Guten Abend. Nach was Sauerbier? Auf die Neuentdeckung etwas? Ich bin schon sehr neugierig. Ja, das war's. Woher wissen Sie? Weil Sie immer neugierig auf Neuentdeckungen sind, Herr Roden. Stimmt, stimmt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe eine ganz besondere Überraschung für Sie. Eine sehr, sehr begabte junge Tänzerin. Bei mir geht sie lieber nicht durch den Geldbeutel. Und noch eine zweite Überraschung. Fritz Schulz-Reichel, der schräge Otto. Hallo Liebling, endlich! Ich hab mich so nach dir gesehen. Spiel, als ob du sehr ergrimmt bist, weil doch dein Klavier fest. Was machen Sie denn mit meiner Verlobung? Schräger Otto, schräger Otto, komm und mach ein bisschen Tanzmusik. Schräger Otto, komm und spiel dein allerschönstes Stück. Ihr lieben Kinder, ich lasse euch jetzt allein. Das klingt am Abend so schön, das klingt noch morgen so schön. Das klingt so schön aus dem Mu, aus dem Mu, aus dem Mu, aus dem Mu, Musikbox. Man steckt den Groschen hinein, schon fängt das Ding an zu schreien. Der schräge O, schräge O, schräge O, schräge O, schräge O. Come up and look at this stuff, feel free. So, ich gewusst hätte, wie gemein sie sind, hätte ich das bestimmt nicht getan. Aber dass sie eins lachen sind, das gefällt mir noch ganz gut. Nein, das gefällt mir überhaupt nicht. Und dann wurde einfach hineingeschubst. Wenn das Ihr Direktor erfährt. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bleiben eins. Ja, ich helfe Ihnen sogar dabei. Allerdings müssen wir beide dann unsere Spielchen zu Ende spielen. Schräger Otto, und mach ein bisschen Tanzmusik. Schräger Otto, komm und spiel dein allerschönstes Stück. Der ist großartig. Den können wir brauchen für unseren Verein als Korrepetitor. Hallo. Ich habe einen Korb Rosen für Frau Amalie abgegeben. Bitte tauschen Sie die Kuverts um. Ja? Die Rosen bekommt Fräulein Müller. Selbstverständlich auch. Hallo, will erst mit ein Glas Milch? Sieht man mir wohl an, dass ich ihn nötig habe. Und sei die eine Seemanns.
Pfütze getanzt haben. Zu meinem Lied. Warum haben Sie nicht einen Drama gespielt? Der geht auch nicht. Herr Zwei, das ist auch eine Frage. Wie bitte? Liebe Hörer, ein kleiner Scherz der Jungkünstlerin. Das ist kein Scherz. Oder ein Topsy-Meller? Liebe Hörer, ist denn das Gemüse? Von einem Generaldirektor Roden. Wenn das die Armado erfährt, reißt sie der Kleinen die Haare aus. Wieso, was hat die denn damit zu tun? Er ist doch der Freund von der Armado. Hör doch auf mit diesem dummen Theater. Das habe ich im Gedränge gar nicht bemerkt. Was sind denn noch auf diese Märchen reinfallen? Tröste dich, Kolumbus hat Amerika entdeckt und es trägt doch nicht seinen Namen. Ich gratuliere Ihnen auch. Ihnen Dank. Ich scheine noch mehr Chancen zu haben. Er lebt noch. Ach, der Herr Kocht, ich möchte ein Autogramm. Guten Abend. Ist das egal, der Hochschwichtchen? Das ist nicht wahr. Ich stehe seit einer Stunde draußen, hätte ich ihn sehen müssen. Wenn ich Ihnen das sage, können Sie mir das schon glauben. Ja, es hat früher nicht an den Staub. Oh. Halt das ja noch jemand reinzulassen. Ach, wenn es dem Herrn Dorf ein Mensch schöner Dame ist. Sie wollen sicherlich zu Herrn Forti, was? Ja. Dann rufen Sie sich. Ja. Aber lassen Sie mich wollen ihn vorsingen, was? Ja, müssen Sie ja nicht. Da kommen Sie wegen eines Autogramms. Auch nicht. Ich habe schon einen Ticket draußen. Herr Greiner. Ich bin nicht Frau Forti. Frau Forti, aber die Tour ist nicht neu, mein Kind.
Na, wenn Sie Frau Korte sind, dann komme ich doch hin. Herr Rhein! Weil ich der Sohn bin von Herrn Korte. Also, Sie mir fahren. Sie mir auch, leider habe ich jetzt keine Zeit. Ja, ja, guten Abend. Wissen Sie genau, dass Herr Korte nicht ich wollte der Erste sein, der ist alles so sicher. Ich bin ja auch der Erste, der Sie fragt, ob wir den Erfolg haben. Gute Nacht. Wir könnten dabei auch geschäftliche Pläne erörtern. Wenn mein Vater damit einverstanden ist. Übrigens, ich will die Rose bedanken. Da sind Sie ja. Pardon. Ich muss aber darüber lachen Sie noch, Frau Sauerbier? Dabei ganz. Und was würden Sie sagen, wenn ich dasselbe mit haben? Meine Karte gehört an. Erlauben Sie mal, wollen Sie vielleicht behaupten, ich hätte mir Ihre Hosen angeeignet? Und wollen Sie vielleicht behaupten, dass meine Hosen von allein hinter Ihnen hergelaufen sind? Muss das sowas sein, ne? Stimmt. Die Karte ist verwechselt worden. Hauptsache ist, dass die Blumen noch da sind. Hallo! Hallo! Was soll denn doch, mein Herr? So ein Applaus wie heute haben wir nicht jeden Abend. Hinein! Auf Ihr Wohl! Hinein in die Schränke, Frau Bichler! Ja, doch! Rein in den Schrank! Warum denn Sie? Ja, fragen Sie doch nicht, warum! Nein, nein, nein! Herr Adler, ich bin doch kein Handzug! Aber dann machen Sie doch keine. Meine Steuer habe ich auch gefallen. Nein, 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 nein. Moment. Was machen Sie denn hier? Hören Sie auf, nicht einschränken von Ihnen. Du wirst mich nicht eine Gulasch. Das ist doch was, das Sie. Zum Trinken jedenfalls. Das ist nicht rühren. So, bitte. Das ist wunderbar. Das ist der Hallo. Sie waren sicher auch früher ein sehr guter Schauspieler. Natürlich, das ist doch hier. Das ist doch wohl nicht wahr. Was wollen Sie denn hier? Das ist die größte Frechheit, die ich je erlebt habe. Was ist denn das? Die Herren, die haben die Garderobe. Sie haben bestimmt sehr hübsch gehalten. Denn diese Garderobe war bis heute die Garderobe von Frau Amado. Und warum haben Sie die Herren das in Kleider stecken? Ja, eben dasselbe. Warum? Aus Spaß. Aus Spaß. Sie wollten Frau Amado erschrecken. So, Fräulein Meller, Umzug bitte. Umzug bitte. Vater, bitte, ich muss mich um. Nein, erst muss ich wissen, was hier passiert. Aber natürlich, Herr Müller, kommt mal mit mir. Bitte. Aber das ist doch nicht. Ja, Hotel Esplanade, bitte. Hallo? Frau Amado möchte ich sprechen. Wieder mal mitten im Frau Amado? Hier ist der Portier vom Hotel Savoy. Sie möchten doch bitte sofort zu Herrn Roden kommen. Ich weiß nicht, um was es sich handelt, scheint mir sehr dringend auch zu sein. Auch nicht, die vorletzte. Die letzte nein, nein, krank ist er nicht, im Gegenteil. Die vorletzte war die mit den vertauschten Rosen. Das wissen Sie auch schon. Also, die Sache war so, lassen Sie mich das mal erklären. Als ich... Schweigen Sie! Darauf können Sie Gift mehr schlecken. Wenn Sie fortgehen, schreie ich doch das ganze Haus zusammen. Aber trotzdem. Sie tanzen ja rein. Eine Sekunde, wer der Hochstapler ist. Ich habe meine verbesserlicher Schwindel. Also gut. Noch Mädels. Ich hatte von A bis Z beschwindelt. Aber eins ist nicht geschwindelt, das dass ich mich klar in Sie verliebt habe. Sie erst mal die nächste Platte anhören. Nein, nein, Herr Roden. Ich muss nach Haus. Aber liebes Kind, Sie werden doch jetzt nicht nach Haus gehen. Schreien, wie Sie wollen. Oder zu Herrn Korte laufen. Mir ist das ganz egal. Das verstehe ich, warum du seit Tagen keine Zeit hast. Ich dachte Ihnen, jetzt weiter auch über deine Arme. Aber Lilian. Frau Amado, Sie irren sich. Ich habe heute Abend zum ersten Mal die Einladung von Herrn Roden angenommen. Ja, schon wieder. Und warum? Weil ich gleich am nächsten Abend Ihnen seine Schallplattensammlung vorführen. Nein, nicht die ganze Sammlung, sondern nur eine Platte. Sie sind noch sehr jung, Topsy. Kann ich gehen? Sie müssen wissen, wenn ein Mann eine Frau nachts in seine Wohnung bittet, um ihr eine Platte vorzuspielen,
dann ist das eine ganz alte Klappe. Und jetzt gehen Sie, sonst kotze ich Ihnen die Augen aus. Entschuldigen Sie, Totzen. Aber ich entschuldige mich. Aber erlauben Sie mal, Totzen, das tue ich ja. Ich kann mir doch nicht den ganzen Tag am Morgen vorüber. Sollen Sie vielleicht jeden Abend nach der Vorstellung nach Hause fahren? Nein, ich bin kein Kind. Ich wollte nur noch wenigstens sagen. Aber ich bin so aufgeregt, mein Kind. Diesen Posten muss ich einmal. Erzählen Sie mir, was los ist. Sie vielleicht, mein Kopf. Also, ja. Natürlich nicht ich. Ach so. Das ist Liebe. Aber ich weiß was. Otto. Dann schon dafür. Ja. Was da? Also was ist der mich doch so rufend? Jede Frau träumt von einem. Darf ich mir erlauben, ein Zeichen meiner Verehrung? Von mich doch meine. Für mich? Das finde ich aber nett von Sie sind der Einzige, der daran gedacht. Ja, aber, dass ich heute Geburtstag habe, Herr Kopf. Sie hören mich doch bitte an. Ich will doch alles so. Ja, können Sie mir noch mal verzeihen? Na ja. Allerherzlich. Darf ich Ihnen was sagen? Sie dürfen schon gar nicht mehr ins Gesicht sagen. Gehen Sie mal. Ich kann ja auch nicht so gut sein. Entschuldigung. Sie sind ein Mann mit Takt und ein Mann mit Mann. Warum halte ich mich für eigentlich eine normale Situation? Ich mich auch. Also Gerti, sei doch endlich mal. Ich möchte, dass die Männer lieben. Bitte. Ich auch. Und darum darf auch Liebe geben. Auf Top sie aufgefallen. Kein Mann darf länger als 5 Minuten hier allein sein. Gerti, außer mir. Gerti! Ja, Otto, aber natürlich außer mir. Sie sind doch völlig harmlos und daher auch ungefährlich. Danke Ihnen für Ihre gute Meinung und nehme den Auftrag mit dem größten Vergnügen an. Hallo Topsy. Hallo. Aber sehr gute Arbeit. Ja, ich weiß, Sie haben Ihre Hosen verloren. Ich habe keine Ahnung, wie man auf solche Ideen kommt. Aber ich. Ich brauche gar nicht, darfst du wenigstens nach Hause. Aber leider nicht nur die Journalisten. Aber gibt es denn neue Sachen? Lani und Rose sind im besten Willen nicht abzuschrecken. Dann darf er lasse ich mich aber ganz aufsehen. Otto, Sie müssen mir einen großen Gefallen. Wir fahren bitte rüber ins Savoy und holen Sie an meinen Schreibtisch Brown Cooks. Ich habe noch eine Verabredung mit dem amerikanischen Agenten, weil ich mit dem Schiff habe. Ich habe einen kleinen Sie, du musst es doch verstehen. Hast du eine Sekunde an? Ich danke Ihnen, Frau Sauer. Sie denken aber auch, dass ich das gesungen habe. Aber bitte bleiben Sie mal eine kleine Erklärung. Sie müssen viel mit mir üben, Topsy. Aber dann kommt Ihre Stimme dem Internationalen. Und jetzt lassen Sie mich allein. Aber warum waren Sie auch so spät mit mir? Vor der Vorstellung auch nicht. Sie haben es nötig, Herr Schläger. Liebe Hörer, wir befinden uns jetzt im riesigen Anfechten. Damit ich vom Regen in die Straße komme? Nein, danke. Irgendwo hin, dann lass dir von den Würstchen essen. Würstchen. Man kann ihm gratulieren. Übrigens, an der Kasse liegt ein größerer Vogel. Bezauberndsten Künstler. Entschuldigung. Aber jetzt hören Sie wieder ein wenig Musik. Rufen Sie gleich nochmal an. Sie fahren auf der falschen Seite. Nein, Sie gehen auf der falschen Seite. Zum kommen Sie doch, Sie steigen Sie ein. Warum verfolgt? Haben Sie sie nicht soll ich auf Sie aufpassen? Ich brauche keine Gouvernante. Vielleicht doch, Sie sind noch sehr jung und kennen die Männer nicht. Vor allem solche wie Lani und Roden. Also wenn die von einer Frau etwas wollen, die lügen glatt das Blaue vom Himmel runter. Oh, ausgerechnet Sie müssen mir sowas sagen. Aber ich fürchte... Es wird eine Zeit lang dauern, bis er zu sich bis er zu mir. Sie können mir meine Dummheit von damals niemals verzeihen. Tut mir leid, aber ich muss immer daran denken. Jeden Tag. Ach, Sie müssen jeden Tag an mich denken. Nein, und jetzt lassen Sie mich bitte gehen. Aber Sie können doch nicht zu Fuß gehen. Von hier bis nach Hause brauchen Sie mindestens eine Stunde. Freddy, wenn ich mit Ihnen fahre, dann dauert es wahrscheinlich 2 Stunden. Hast du wieder jemanden engagiert? Aber ich verspreche Ihnen, 15 Minuten. 10 Minuten. 5 Minuten. Ich warte auf dich. 10 Minuten, ja? Freddy. Also gut. Vielleicht kriege ich Bewährung. Du kriegst lebenslänglich. Bei mir. Freddy. Ich arbeite an einer neuen Nummer. Tut das gut, Schiri? Gut, nur mal. Brenner! Um Gottes Willen, was ist denn passiert? Holen Sie sofort einen Arzt. Ging leider nicht schneller. Wollen Sie ihn umbringen? Oh. Ich hole sofort Patricia. Sie können manchmal so unschuldig aussehen. Los, holen Sie Patricia. Aber trotzdem überlegen Sie doch. Ich hab sie gar nicht verloren. Ich bin nur auf ihr Irrtum eingegangen. Ja, dann wollte ich alles aufklären, aber leider kam ihr Vater dazwischen. Zauberhafte Person, ein bisschen was tun, ne? Ich fürchte, er kommt gleich wieder dazwischen.
Was sagen Sie dazu? Ist mir jetzt auch egal. Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen alles umarrangieren. Das Finale muss ganz auf Juliette gestellt werden. Wie meinen Sie das? Haben Sie Topsy! Patricia interessiert doch nicht mehr. Aber Sie, da kriegen wir noch in dieser Zeit sollte der alte Herr wirklich schon Juliette schlafen. Ist jetzt unser Star. Nacht! Ihre Freundin soll sofort die Garderobe räumen. Die brauchen wir. Das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Das Beste, sie verschwindet gleich vor der Bildfläche. Ja, das sagen Sie ja aber selbst. Rufen Sie alles zusammen. Umbesetzung. Herein! Fräulein Rieger, ich brauche noch einen Tisch für den Agenten aus Stockholm. Aber das ist doch ausgeschlossen. Fräulein Rieger, das Wort ausgeschlossen gibt es bei uns nicht. Hier, mein liebes Kind, seien Sie jetzt tapfer. Da sehen Sie, na also. Nun das Leben spielt zuweilen grausam. Spielt ist gut. Guten Abend, Frau Corti. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass Sie da sind. Mein Mann hat es auch nicht gewusst. Und deswegen müssen Sie einst mal nach Hause. Herr Müller sitzt drüben im Sekretariat wegen des Vertrages. Aber ich habe doch noch das Finale. Herr Frau Sauer, bitte sprechen Sie mit Herrn Müller. Und wenn er Ihnen zu große Schwierigkeiten macht, lassen Sie den Vertrag einfach sausen. Die Kasse muss stimmen. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Bitte, ich lasse daumen. Was ist denn dein Gepäck? Bitte. Ach, da, nimm Platz. Komm, ja lächerlich. Das übrige schicken wir dir nach. Wenn nichts und wieder nichts auf eine so ausgezeichnete Kraft verzichten soll. Die Leute, die haben doch geklatscht. Die Leute? Aber Herr Grenner hat nicht geklatscht. Willst du etwas trinken, Gerti? Wenn ich diesen Namen noch einmal höre, dann schreien. Ich dürste lediglich nach der Wahrheit. Ich rede so laut, wie ich will. Na, Herr Müller, haben Sie den Vertrag gelesen? Ja, ich habe den Vertrag gelesen. Was sagen Sie? Ich unterschreibe. Ich kenne ihn nicht. Ich habe nicht gekauft. Weil Sie Wort nicht gehalten haben. Wieso denn ich? Ja, gestern Abend hat schon wieder so ein Kerl meine Tochter in seinem riesigen Automobil nach Hause gebracht. Wer war das? Das weiß ich nicht. Topsy hat gesagt, er heißt Otto. Ach, Otto, da kann ich Sie aber beruhigen. Der hat bestimmt keine ernsten Absichten. Das auch noch? Nein, nein. Ich meine, ich habe doch Otto beauftragt, auf Topsy aufzupassen. Und das tut er nur auch. Ja, hoffentlich. Nein, nein, also Otto ist wirklich ganz harmlos. Nun kommen Sie, kommen Sie. Unterschreiben Sie den Vertrag, Müllerchen. Die Gage ist doch gut. Die ist sogar sehr gut. Die ist sogar zu gut. Die verdient ja mehr als ich. Na ja, Topsy ist eben eine Künstlerin. Und ich bin ja auch ein Künstler. Ja, ja, ja. Ich habe 3 goldene und 4 silberne Medaillen bekommen für meine Kochkunst. Meine Soßen sind weltberühmt. Ja, das stimmt. Ja. Neulich hat mir ein Amerikaner erzählt, der bei Ihnen drüben im Esplanat gewohnt hat. Er hat gesagt, der Koch vom Esplanat, das ist ein Michelangelo der Kochkunst. Ein Amerikaner? Ja. Ist doch kein Kompliment. Ja, wieso? Na, die Amerikaner verstehen Patricia sprechen. Vom Essen. Ja, um diese Zeit beginnt das Finale. Da gehen Sie am besten. Ja. Also das ist der beste Whisky, den ich in meinem ganzen Leben getrunken habe. Also, so war ich zusammen. Blasius heißt. Entschuldigen Sie. Ja. Sie heißen Blasius? Ja, was haben Sie denn kleines Vorher? Das ist doch gar nicht passiert. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Also dann. Prost, Blasi. Prost, Blasi. So, nur so. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Mein Name ist Grenner. Sagen Sie das nochmal. Grenner? Haben Sie einen Sohn? Ein Richter. Ein Neffen. Nur der schwarze Talafel. Ja, dann können Sie mir helfen, Herr Grenner. Hauen Sie Ihrem Neffen ein paar Runden. Aber Gerti, du tust mir wirklich Unrecht. Ich habe dir schon 20 Mal erzählt, dass jemand meinen Namen missbraucht hat. Nein, 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 bitte. Kommen Sie, das müssen Sie mir mal ganz genau erzählen. Ich glaube, wir müssen alles umsetzen. An die Stelle dieser Wie soll ich dir das beweisen? Juliette. Das Finale wird ganz indem auf Sie du mir diesen Sagen sehen Sie bitte sofort nach, ob die Kostüme passen. Meine Herren, an die Arbeit. Ideen, Einfälle. Bitte, reißen Sie sich von ihm los, mein Herzchen. Ja, Sie dürfen natürlich rein. Ich werde seinen Schlaf bewahren. Ehrlich gesagt, warum gerade Sie rein dürfen, das verstehe ich nicht. Man lernt eben nie aus. Junge, das kostet dich eine Kleinigkeit. Ja, wissen Sie, ich finde, so ein Sodawasser verdirbt den Geschmack. Ja, ja. Und außerdem, die Augen zu treten, Sie unverschämte Person, hinaus! Ich bin Axel Grenner. Ich, ja. Ja. Frau Sauer, hier eine Frage. Können Sie eigentlich kochen? Überhaupt nicht. Nein, das finde ich großartig. Sie kann Frauen, die ewige, die kochen, meine kleine Freundin Patricia, nicht ausstehen. Das würde doch keine Wagen bei Ihnen. Ich hoffe, Sie haben nichts Sie dagegen. Mit Ihren 7 Goldmedaillen. Mein Name ist Axel Grenner. 3 Golden. Die anderen waren ja 7. Frau Sauer. Der ganze Stamm zu mir. Umbesetzung. Ich bin der Cowboy Billy Kid. Der Cowboy Billy Kid. Als ob Sie meine Verkehr. Das könnte Sie ja in den Drehen. Oh, wollen Sie mir doch Sie abnehmen? Ja, wenn Sie mich dazu nehmen. Die Menschen sind für mich entbrannt, weil ich den Cowboy Rock'n'Roll erfand. Sie sind die erste und die einzige Frau, der nicht das Kriegste auszusetzen. Das heißt, das ist auch eine kleine
Gabel. Aber diese Kleinigkeit lässt sich ja mit einem einzigen Federstrich wegwischen. Und zwar vor dem Standesamt. Ja, nur das. Ich muss hier erst mal eintrinken. Prost. Nun? Also Müller gefällt mir viel besser. Ja? Also bitte dann. Dann komm, ich muss meiner Tochter ihre frisch gebackene Mutter vorstellen. Das, was wir beide vorhin vergessen haben. Topsi! Guten Abend, Herr Müller. Ich freue mich, Sie zu sehen. Das ist ja der Hochstand. Was für ein Hochstand? Der Mann, der sich für Alexander Corti ausgegeben hat. Damals im Hotel Esplanade. Otto, Sie waren es. Endlich habe ich Sie. Oh, keine Angst. Unter normalen Umständen würde ich jetzt ein paar Ohrfeigen verpassen. Aber so, Otto, an meine Brust. Sie haben mich gerettet. Ja, ich bin schon jetzt überzeugt. Umso mehr, da ich den Herrn schon kenne. Ich bin nämlich derjenige, der mich aus meinem Schlafzimmer rausschmeißen soll. Das ist eine Kerl. Ich will mir jemals verzeihen. Na, also, da ist doch alles geschildert. Oh, nichts ist in Ordnung. Jurmann, Sie haben jetzt doch den zweiten Mal gekriegt. Wieso? Nein, Herr Müller, zum dritten Mal. Nein, Otto, du irrst das vierte Mal. Nimm mein Kopf nicht da, du kannst dir ja jetzt sagen, was du machst. Herr Müller, ich wollte Sie hiermit in aller Förmlichkeit um die Hand Ihrer Tochter. Das muss ich mir sehr genau überlegen. Herr Corti, Fräulein Müller, bitte schnell auf die Bühne. Das Publikum wird ja schon unruhig. Frau, wirst du ewig sein. Rosen
beschlossen, mein Schwiegervater zu werden? Ja. Halt! Da muss ich ja auch noch gefragt werden. Nun ist aber endgültig Schluss, Frau Sauer. Sie haben mich lange genug herumgeärgert. Otto, machen Sie dies, Otto, machen Sie das. Alles schön und gut. Aber nur mein Privatleben haben Sie nichts zu tun. Doch, mein lieber Junge, als deine zukünftige Schwiegermutter schon. Ist das wahr, Vater? Blasio, beantwortet diese Frage. Ja, Götze. Muss los, schnell auf die Bühne. Kommen Sie. Herr Schwieger, los auf die Bühne. Herr Schwieger, mal lange, damit ich mal weiß, wie es ist. Siehst du denn verrückt, komm auf sie! Komm ich auf! Die jungen Leute von heute, oh, die gehen im Boxkampf mit dem Leben nicht K.O. Im harten Leben und schämen Blicke, wenn die Berliner einem mal das Herz erbricht. Ein bisschen raum. Ein bisschen sehr modern. Und sie verdanken schlau. Den guten Herrn. Die jungen Leute von heute, oh, ah, geht mal zu Kohle,